So Leute, was geht? Es ist mal wieder Zeit für Moonlighter. Letzte Folge haben wir unseren Laden geupgradet. Und der sieht jetzt einfach mega heftig aus. Und wir haben hier so eine Mitarbeiterin. Oh, die hat sogar was rangeholt. Alter, geil. Nice, okay. Und die kann jetzt auch Sachen verkaufen, Sachen für uns verkaufen. Aber die kriegt halt dann von den Sachen, die sie verkauft, kriegt sie dann irgendwie 30% ab. Und genau, das macht sie, während wir halt weg sind. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil dann muss man nicht die ganze Zeit im Laden chillen. Jo. Genau, wir waren letztens... Ah, den können wir ja auch... Ah ja, genau, das war der Ring, den wollten wir ablegen. Wir wollten letztens in den neuen Dungeon rein. Aber... das haben wir dann auf die Folge verschoben. Das machen wir auf jeden Fall direkt. Wir brauchen nur ein paar Heiltränke noch. Die besorgen wir uns jetzt und dann können wir eigentlich loslegen. Ja, wir haben jetzt das vierte Tor noch nicht aufgemacht. Das fünfte Tor. So, das haben wir noch nicht aufgemacht, aber wir haben jetzt schon drei Schlüssel. Der vierte fehlt uns noch. Und dann geht das Tor auf. Dann haben wir es eigentlich. Also dahinter geht es dann wahrscheinlich noch irgendwie weiter, aber... ja. Was dahinter ist, das weiß man nicht. So, zack. Okay. Genau. Wir haben auch ganz viele neue Rüstungsteile freigeschaltet. Genau hier die letzte Rüstung jetzt, die wir machen können. Beim Schwert sind wir auch irgendwie hier oben angekommen. Brauchen wir auch nur noch so ein paar. Aber ist alles mega teuer. Also das Schwert hier auch einfach eine 500.000 Euro Gold. Wahrscheinlich Euro. Nur für dieses eine Schwert. Das ist schon ziemlich viel. Genau. Den Laden können wir auch noch einmal upgraden und dann geht's ab. Ja. Alles klar, ich würde sagen, dann schnacken wir nicht lange rum und... oh, warte mal, wir können ja mal beim Banker vorbeischauen. Ja, okay, der hat immer noch zu tun, alles klar. Ja gut, dann gehen wir in den Dungeon rein. Let's go. So. Der ist hinten rechts, ne? Hier, jo. Boah, der sieht schon, glaube ich, geil aus. Wir waren ja so ein bisschen drin. Durch dieses Paralleluniversum oder... durch diesen Secret Shit sind wir mal da reingekommen. Aber der sieht mega geil aus. Das feiere ich übel. Mit diesem ganzen... oh, ich muss die Waffe wechseln. So, jetzt. Oh no. Die ganzen Sachen. Alles klar, ist mir runtergefallen. So. Ich frage mich auch, wie es dann einfach weitergeht. Nach dem Dungeon. Ob das Tor... ob da ja dann noch ein Boss kommt, so ein richtig fetter, oder was da abgeht. Oder ob dann, keine Ahnung, ist es einfach vorbei und irgendwie eine neue Welt eröffnet sich uns.
Naja, aber bis dann müssen wir erstmal eine Menge farmen und auf entspannter Basis erstmal hier den Boss finden. Das frage ich mich auch, wie der Boss hier aussieht. Er ist ja alles hier so ein bisschen elektrisch gehalten. Am Ende ist der Boss einfach so ein Kabelsalat. Wäre auf jeden Fall mein schlimmster Albtraum. Kann man denke ich so unterschreiben. So. Ja, aber die Gegner sind sehen geil aus. Ich feiere die Gegner für das Design. Und die Kiste ist aber jetzt schon eine Mimik. Alter, ich bin in der ersten Stufe, Junge. Chill's mal. Junge, geht direkt ab. Boah. Junge. Alter, wie viele Sachen habe ich jetzt schon? Alles klar. Noch kurz die Heiltränke rein und kann weitergehen. Ich glaube, wir sollten... Oh, jetzt geht's zum Boss. Ich glaube, wir sollten... wir sollten... Was soll ich jetzt gerade sagen? Ah, scheiße, vergessen. Ah, doch, jetzt war's wieder. Wir sollten mal hier einen zweiten Ring reinhauen. Irgendwie, irgendeinen. Aber ich bin mir nicht sicher, welchen. Oder irgendein Ring halt. Oder Accessoire oder so. Keine Ahnung. Weil wir sind jetzt schon beim vierten Dungeon und... Oida. Holy shit, wie sieht der denn aus? Junge, einfach ein fucking Kondensator mit irgendwie einer Energiekugel in der Mitte. What the fuck? Aber der geht gut down. Aber da ist auch viel Bewegung drin. Ich glaube, die nächsten Bosse werden sich alle richtig heftig bewegen. Oh, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich glaube, ich muss mal den Bogen upgraden, sonst haben wir ein fettes Problem. Ja. Das können wir stacken. Ja gut, wenn es gerade so gut läuft, können wir in die nächste Etage gehen. Also, wenn uns niemand auffällt, war jetzt ja auch nicht schwer. Aber den Boss, also hier, den würde ich nicht machen. Boah. Okay, doch, die machen schon viel Schaden. What the f... Was? Digga, was geht mit denen ab? Nein, was? Alter, so viel Schaden. Okay, ich muss safe den Bogen upgraden. Weil... Ja, okay, hier bleibe ich ein halbes Jahr, wenn ich jetzt mit dem Bogen schieße, aber... Ist halt so die safe Variante. Junge, dauert das lange. So, jetzt mit dem Schwert noch beenden. Zack. Nein, was? Junge, okay, also... Die machen gut Schaden. Also... Safe. Müssen wir unsere Rüstung mal wieder upgraden, das ist gar keine Frage. Aber dass sie so viel Schaden machen... Und dann halt auch noch so... Kannst ja gar nicht an die rankommen, boah. Alter, was hat denn der Slime? Der große da auf seinem Kopf. Aber so eine Bombe dran, oder was? So. Ja, das werden wir auch mal müssen. Den Bogen upgraden. Und... Oh, nice. Das brauchen wir. So. Boah. Den zweiten Boss machen wir safe nicht. Wir sind ja schon fast an den ganzen kleinen Dingern, Viechern hier gestorben. Alles klar, dann geht's weiter. Ich hoffe, wir finden noch irgendwie eine goldene Kiste oder sowas. Ich hoffe, dass wir nicht sterben. Oh, die Dinger, die sind ja so behindert, ey. Nein, ich kann nichts machen. Was? Junge, ich... Dieses... Warum hat der so viel Leben auch? Was? Einfach runtergefallen. No. Alles klar, danach gehen wir raus. Danach gehen wir safe raus. Nee, Mann. Gar keinen Bock drauf. Wenn ich ihn kill, dann kriege ich auch Schaden.
Okay, stopp, 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 was? Ja, war vielleicht ein bisschen risky, dass wir da weitergehen. Aber ich meine, ja gut, wir haben es versucht. Ist jetzt ziemlich scheiße, wir haben alles verloren. Naja. Ich würde sagen, wir machen nochmal den ersten Boss. Und dann gehen wir raus. Alter, wie geil. Hier lag einfach unten was. Und mir ist aufgefallen, es gab ja bei den Dungeons immer am Boden irgendwie Lava oder was gab's auch genau, Gift und Schleim, was einen verlangsamt. Und hier gibt's einfach so, holy shit, das macht 17 Schaden. Hier gibt's einfach Wasser und dieses Wasser steht unter Strom einfach. Ja, Mann. Das ist auf jeden Fall ziemlich safe. Jetzt erstmal noch der Vorraum. Okay. So. Boah, nee, nicht schon wieder, Alter. Die Kiste ist ja schon wieder eine Mimik. Ey, das ist ja so stressig einfach. Holy shit. Ey, ich hab nur 4 Heiltränke. Boah. Junge. Oh, was, was? Alter, fast gestorben, Junge. Wieso macht die Scheiße so viel Schaden? Holy shit! Junge, erstmal alles raushauen, was wir nicht brauchen. So, das nehmen wir mit, alles. Heiltränke equippen. Alles klar, wir haben einfach fast keine Heiltränke mehr. Ah, doch, doch, haben wir. Hier. Okay, gut, das passt. So, den Boss können wir jetzt auch nochmal schnell klatschen. Ich glaube, es ist echt sinnvoll, glaube ich, mit dem Bogen zu kämpfen jetzt. Mit den ganzen neuen Bossen, die so schnell sind. Ich werde auf jeden Fall offline den Bogen auf die höchste Stufe farmen. Damit wir da auch ein bisschen besser dran sind. Genau, jetzt haben wir alles eingesammelt, ne? Ja, okay, die nächste Etage gehen wir nicht. Da gehen wir dann nächstes Mal hin, wenn ich auch bessere Sachen gefarmt habe. Jo, aber erstmal jetzt zur Stadt und schauen, was wir von der ganzen Sache brauchen und was nicht. Junge, Junge. Okay, nice. Ich hoffe, wir haben ein paar Sachen, die wir brauchen. Oh, nice, wir haben echt Sachen, die wir brauchen. Okay. Ich brauche dieses Metall. Dann irgendwie, kann was das Messingkabel oder so. Und das brauche ich halt eigentlich nur, gell? Genau. Und fürs Schwert. Boah, das sieht auch übel heftig aus, das Schwert. Genau, fürs Schwert brauche ich. Ah, okay. Das habe ich auch eigentlich schon. Und das andere kriege ich ganz easy. Also fehlt uns eigentlich nur Geld. Und das kann ich easy offline farmen. Und der Bogen. Genau, den Bogen müssen wir dann. Ah ja, da muss ich von null auf einfach farmen. Okay, aber das kriegen wir, glaube ich, auch hin. Oder wir machen hier weiter. Ja, mal schauen, da lasse ich mir was einfallen. Da könnt ihr mal drauf gespannt sein, wie ich das löse. Aber bis zur nächsten Folge haben wir mal wieder viel zu viel Gold, ihr kennt mich. Und alle Sachen, die wir brauchen für die Upgrades. Okay, alles klar, dann würde ich sagen, was ist für die Folge? Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und damit, ciao, ciao.